Eine geistliche Waffe, die uns als Deutschen ist nur völlig abhandengekommen ist, ist das Jauchzen. Das Jauchzen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Jubeln. Wenn du dich mit Jubeln und Jauchzen mal im Alten Testament beschäftigst, selbst im Neuen, da wirst du verblüfft sein, was für eine Fülle von Bibelstellen dazu Aussagen geben. Und wahrhaftig nicht nur in den Psalmen. Immer und immer wieder. Jubeln und Jauchzen bedeutet einen Freudenschrei ausstoßen, lautstark Freude auszudrücken oder einen Kriegs- oder auch Siegesschrei im Kampf. Oder, jetzt pass auf, es ist der Ruf, mit dem der König vom Volk begrüßt wird. Halleluja. Das Wort im Deutschen, jubilare, jauchzen, frohlocken, bedeutet ursprünglich im eigentlichen Sinn ein wildes Geschrei erheben. Ja. Ja, wirklich. Ein wildes Geschrei erheben. Vor Jahren gab es mal sowas, wenn Leute so mit Depression und Bedrückung und sonst was zu tun hatten, da gab es so eine Urschreitherapie. Ja. Das war der weltliche Versuch, dieses Ding aufzugreifen. Aber in der Tat setzt das was frei. Wenn du jauchzt, das setzt unglaublich was in dir selber frei. Also wenn man mit Bedrückung zu tun hat, ja, mal kleiner Tipp, dann setz dich ins Auto, fahr dreimal um den Block und kreisch, was du kannst, ja. Das wird was freisetzen. Das wird wirklich etwas freisetzen. Es ist übrigens der beste Ort zum Jubeln, wenn du nicht so eine Veranstaltung hast, wenn du es im Auto machst. Wirklich. Also, vorausgesetzt, du bist alleine. Jubeln. Jauchzen, auch jodeln, in der Tat. Jubeln bedeutet ursprünglich den feierlich jauchzenden Schluss auch von geistlichen Liedern. Ein Freudenausbruch eines von Gedanken an Gott erfüllten Herzens. Okay, was ich dazu noch sagen möchte, das Volk, das jauchzen kann, interessante Formulierung, ne? Das Volk, das jauchzen kann, ist eine Bezeichnung für das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist das Volk, was jauchzen kann. Halleluja. Psalm 89, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Jahwe, sie werden im Licht deines Antlitz wandeln, sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Oder in Elberfelder heißt es, glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Ich war mal bei einer Veranstaltung, die war dramatisch gut. Ein ganz kleines Treffen in Hamburg. Und dort war das geleitet von einem, oder initiiert von einem englischen Ehepaar. Die hatten das aufs Herz bekommen für Deutschland. Das war im Vorfeld von der Himmelstor-Konferenz, dieses Nordtor zu öffnen. Und die haben das initiiert und uns ging vorwärts, war alles gut und super. Und etwa 4 Wochen vor der Veranstaltung stirbt der Mann. Das war der Leiter eines Gebetshauses in England, der stirbt. Relativ, ganz kurz, innerhalb von wenigen Tagen war der plötzlich tot. Und seine Frau, die war jetzt in dieser Situation. Und sie hat beschlossen, weil sie gesagt hat, es geht hier um was anderes, um was, was größer ist als mein persönlicher Schmerz, mein persönlicher Verlust. Ich werde nach Deutschland gehen und ich werde mit denen dort jubeln und jauchzen und den Herrn erheben und dieses Tor öffnen. Und dann hat sie noch einen ganzen Schwung mitgebracht, ihre ganze Familie. Und es war der Hammer, diese kleine blonde Frau in all dem, in ihrem Schmerz, in ihrer Not, hat den Herrn gepriesen, hat gejaucht, hat gekrischen, hat wirklich die Waffe ergriffen. Und das hat mich echt wirklich persönlich berührt. Ja? Die hat verstanden, hier geht es um was ganz anderes. Was ganz anderes. Und da möchte ich dich auch ermutigen. Es ist vollkommen wurscht, ob es dir zum Jubeln ist. Vergiss es, ob es dir zum Jubeln ist. Es geht hier um etwas, das wir einfach dem Herrn bringen.
Ja, es ist eine Waffe, die du einsetzt. Es ist etwas, wo du aus dir raustrittst und sagst, ah, egal wie, ich gehe da rein. Und du wirst merken, jubel mal eine Viertelstunde, dann geht es dir ganz anders.